Also den Mut, klein und groß zu werden, den kenne ich von mir selber, weil irgendwann einmal bin ich mit 53 cm auf die Welt gekommen, jetzt bin ich 1,95. Das heißt also, der Mut, klein und groß zu werden, ist perfekt. Ich wünsche dem Verlag alles Gute. Großartig, denn auch kleine Verlage haben endlich einmal eine Chance, ein tolles Buch aufzulegen. Ja, ich finde es sehr beeindruckend und ich bin schon sehr gespannt auf die Lesung. Das ganze Dorf scheint hier versammelt beim Dorfmeister in Weikersdorf. Dennoch vermute ich, dass Ähnlichkeiten mit hiesigen Begebenheiten rein zufällig wären. Ich habe Mühe gehabt, die richtigen Stellen zu finden, weil die Kunst besteht immer darin, sich zu bescheiden und das Richtige vorzulesen. Und dann nur weil die Geschichten lustig sind, aber man sie eigentlich selber so wahnsinnig gerne nochmal vorlesen möchte, weil man sie mitteilen möchte. Es ist nun nicht immer klug, alles gleich zu verraten. Es lohnt sich gar nicht, sie alle vorzustellen. Sie heißen zweimal Karl, Josef, Fritz, Peter und Tobias. Nur der Kleine da heißt Kevin. An dem kennt man sein Alter. Ich habe schon viele Buchpräsentationen miterlebt, aber ich muss sagen, so eine Präsentation sieht man, ist man selten dabei, weil das war so perfekt organisiert und so abwechslungsreich und so interessant gemacht. Sehr schön. Also es war größer, als ich erwartet habe. Ich weiß es nicht, ich habe was Kleineres erwartet. Es war ein besonders schöner Rahmen und eine hervorragende Stimme hat diesen Text vorgelesen, der einmalig inspirierend war. Ich habe eine unglaubliche Freude damit, dass so viele Leute da waren. Ich habe doch sehr viele gekannt, auch viele nicht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, also ich freue mich sehr darüber, dass ich den Peter Färber gewinnen konnte, dass er gelesen hat, weil ich glaube schon, dass das eine Besonderheit war. Ich habe mir beim Lesen des Buches gedacht, da ist verdammt viel Autobiografie von der Autorin drin, aber ich weiß nicht, welches die Stellen sind und wo jetzt Fiktion und Wahrheit sich treffen, das habe ich nicht gewusst, aber ich... Naja, se non è vero è ben trovato, wie der Italiener sagt, wenn es nicht wahr ist, ist es zumindest gut erfunden. Und man weiß es ja, dass alle Schwarzen mit Drogen handeln. Darauf fragt die Zweite entsetzt, was denn, der Bürgermeister auch? War erstaunt, wie humorvoll mein Buch ist. Das wusste ich nicht, dass man doch bei vielen Stellen lachen kann. Das hat mich selber überrascht, aber auch sehr gefreut. Und ich glaube, es sind noch einige Stellen drinnen, die witzig sind, wenn man sie nicht schon 6 oder 7 Mal selber gelesen hat, beziehungsweise selber geschrieben hat. Das war eine Veranstaltung mit Herz. Also hinter all diesen Büchern, die wir herausgeben, hinter den Präsentationen, die wir machen, steckt unheimlich viel Herzblut. Und ich glaube, das merkt man. Also es ist viel Freude dahinter, unglaubliche Überzeugung, weil die Bücher wunderschön sind, Spaß. Spaß steckt auch dahinter, das macht Spaß.